und da draußen. Ich weiß, Cordon Bleu ist auch lecker, bla bla. Aber diese zwei Optionen habt ihr. Steak oder Schnitzel, schreibt's in den Chat. Achtung, fertig, los. So. Auf lang geht's auf jeden Fall erstmal nach vorne. Da hat man jetzt sehr viel Druck jetzt hier. In dieser Knife Round. Unglaublich stark, diese Schlitzer. Aha, okay, alles klar. Also, es gab wirklich noch nicht Schnitzelsteak, das ist natürlich geil. So, aber echt viel mehr Schnitzel, glaube ich, ne? Viel mehr Steak, glaube ich. Also, ist, glaube ich, ist doch, ist sehr, sehr ausgeglichen. Aber wir werden jetzt hier loslegen, meine Damen und Herren. Auf geht's in die letzte unentscheidende Map. Wer wird's schaffen? Und Major hat's gerade gesagt, nur in der ersten Season gab es das, dass der Second Division Teilnehmer sich hochspielen konnte in die First Division über die Relegation. Und sonst hat bisher jedes Mal das Team aus der First Division den Slot abwehren können. So, erstmal die ersten beiden Breaks auf Seiten von Planet Key Dynamics. Auf einmal kommt dann nochmal Epic um die Ecke und rastet aus. Aber am Ende ist es dann wirklich wieder mal Krabbe, der hier die entscheidenden Shots macht. Und wir gucken uns das nochmal an, wie er das jetzt gerade hier weggeklickt hat. So, hier sehen wir nochmal die wunderbaren Frags. Und am Ende macht Krabbe hier den letzten Shot nochmal safe. Batz. Nein, so war das nicht gemeint. Nein, 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 nein. Ich habe gesagt, und dann alle Veganer, die können natürlich jetzt nicht teilnehmen. Und ich weiß, Cordon Bleu ist auch lecker, weil eben jemand geschrieben hat, nee, Cordon Bleu ist das Beste. Deswegen, nur die zwei Optionen. Also das nicht mitinterpretieren. Ich habe hier, ne? Bin verteidige veganes Essen sehr. Mein Vater ist ja auch Veganer. So, Damen und Herren, jetzt bleiben wir aber erstmal hier in diesem Spiel, denn das hier ist auch gerade schwer bekömmliche Kost für eine der Seiten. Denn Epic Esports hat gerade schon wieder 19 und 11 HP bei Icon und Ultimate. Und auf lang wartet Nevis. Der wird jetzt den ersten bekommen. Nevis, zwei Stück nimmt er mit. Der dritte, der kann nicht mehr geholt werden. Ultimate einfach zu stark mit der Waffe. Übernimmt natürlich jetzt nochmal die Bombe. Jetzt muss es nochmal zurückgehen. Auf kurz ist gerade auch Cello unterwegs. Das heißt, man wird den Spot hier komplett auf Retake spielen. Aber ist natürlich wichtig, die Bombe wurde angesagt. Das heißt, der Langspieler, den muss man jetzt holen. Und der wird es niemals schaffen, wollte ich gerade sagen. Dafür sind die Spieler einfach zu gut, haben zu gute Reflexe. Und von hinten kommt auch noch der nächste Sinn, kriegt den nächsten Spieler rausgenommen. Und damit das 2:0 für PKD. Ja, was wäre das für ein Ding? Epic. Zuletzt noch Finalteilnehmer. Jetzt auf einmal Division 2. Das wäre eine harte Pille, die da zu schlucken ist. Aber noch ist, wie gesagt, nichts passiert. Man hat noch die Option, man hat noch die Chance, hier teilzunehmen. Und auf lang gibt es den ersten Frag für Icon. Hat erst ein bisschen veraimt, aber dann hat er trotzdem den Frag nochmal jetzt spielen können. Wichtig, wichtig, dass man Sinn jetzt hier abgestellt hat. Aber ich glaube nicht, dass sie das nicht checken werden. Und sie checken es nicht, obwohl man sogar einen oben auf der Kiste drauf hat, hat man ihn nicht gesehen. Aber am Ende ist es trotzdem nur der 1-1-Trade, da passiert natürlich nicht viel. Delcor ist sich dessen bewusst, dass er gerade gesehen worden ist. Und Ultimate ist aus der Mitte schon draußen und kann mit der SG natürlich unglaublich früh jetzt hier den Frag erzielen. Schön das ganze Spiel auseinandergerissen. Offensiver Push sehen wir jetzt auch Richtung B. Krabbe hat natürlich Informationen rausgeholt. Aber man hat ja immer noch den guten, wer ist es jetzt hier nochmal? Ultimate in der Mitte stehen, der natürlich einen entscheidenden Unterschied bringen kann. Lang wird jetzt aufgepasst, Krabbe muss aufpassen. Hat er das auf dem Schirm, dass da Richtung B jemand steht? Oh, er hat es auf dem Schirm, aber er hört nur den Step und kriegt sofort den Headshot auf die Backen. Und NCT, der macht natürlich jetzt hinten nochmal dicht. Aber Ultimate hat da auch wieder den passenden Laufweg gewählt. Also, die Runde geht mit auf Ultimates Konto mit einem wunderprächtigen 3K. So, Aika, wo muss ich subben für das Epic-Logo? Da musst du einfach nur mal über das Epic-Logo drüber halten. Dann siehst du das eigentlich. Oder klickst mal drauf, dann wird, glaube ich, auch der Channel geöffnet. Willkommen im Internet, Aika. Deswegen bist vielleicht auch du bald, ne? Und so. Icon, vielleicht raus und dann erstmal direkt das Churchill gegen Delco. Alter, der hatte gar keine Chance mehr zu reagieren. Und das ist natürlich, Planet Key Dynamics führt eigentlich zwei Runden an und dann muss man trotzdem wieder
auf reduzierten Bei zurückgreifen. So, gerade mit dem ersten Nevis unterwegs. Jetzt muss Tarsi natürlich aufpassen, dass sie jetzt nicht gegen diesen Force Buy irgendwie fallen. Aber Ultimate passt wieder mal auf. Ultimate holt wieder mal beide Spieler von der Mitte raus. Trotzdem, der erste ist bekannt und der zweite Spieler auf dem A-Spot natürlich auch ein wichtiger Faktor. Den wollten sie jetzt gerade pushen, aber die Flashbang kam perfekt unterstützend. Sehr schön da auch wieder von Ultimate gespielt. Und das 2:2 in dem Augenblick absolut normal. Dann brauchen wir nicht Playing Ducks Emotes, dann brauchen wir Ika Emotes, Alter. So, B-Zugriff, den sieht man mittlerweile immer mehr. Hat sich mittlerweile auch wirklich in so eine Mitte eingebrannt, dass man den B-Spot relativ zügig cleart und dann letztendlich der Retake viel zu schwer ist für die CTs. Aber in dem Fall ist es ja sowieso gegen eine Eco gespielt. Also da wird nicht allzu viel passieren. Der letzte Überlebende ist übrigens dann nur noch Nevis. Der steht aber auf der ganz anderen Seite der Map. Komplett abseits der Party. Nevis, so typisch das Mädchen. Wenn jeder gute Laune hat auf einer Hausparty oder insgesamt auf einer Party, gibt es immer eine Frau, die sich zurückzieht und weint. Und das war in dem Fall jetzt hier Nevis. Da muss man auch immer erst suchen. Meistens vor die Location gehen und dann findet man sie traurig, weinend auf der Bank. Was hast du denn? Nichts. Sag es. Ja, und da hat die Geschichte aufgehört und kostet EA like 20 Euro pro Minute, um sie weiterzuerzählen. So, weiter geht es auf lang. Shinny Trades, Icon gegen Zinn können sich da jeweils austauschen. Es wird diesmal wirklich ein relativ zügiger Langaufbau. Aber man hat sich dann gemerkt, es wird zu hart gegengehalten und dementsprechend möchte man natürlich die Mitte erstmal unter Kontrolle bewahren. Große Problematik, man kann schon B-Spot pushen, dadurch, dass man natürlich den B-Spot nicht mit angespielt hat. So, und Cello, schöne Entry, geht dann schön auf den Spot drauf. Aber Nevis, der möchte natürlich hier den Schiebeweg bzw. den Verbindungsweg rausnehmen. Und Nevis mit dem nächsten Klick, sehr stark gemacht. So, Nevis. Schönes Timing. Nimmt den ersten Spieler raus. Damit 2-gegen-2 Situation. Bombe trotzdem für kurz gut geplantet. Der andere Spieler ist Richtung lang orientiert. Das ist Delcor. Und er braucht 250 Jahre, bis er überhaupt erstmal da ist. Jetzt hat er aber hier die Information. Und Nino, der passt natürlich auf. Nimmt den Frag damit. Jetzt versucht man den Diffuse hier anzuspielen. Erster Frag sitzt. Und damit hat natürlich jetzt der gute Nevis. Oh, die Chance nochmal zu warten, denn Nino, der hat natürlich einen langen Laufweg und da hat er natürlich erstmal die Panik, dass dann Diffuse Kid am Start ist, ist aber nicht und dementsprechend gibt es hier die nächste Runde für Planet Key Dynamics und die tut leider Gottes extrem weh und Ika ist, glaube ich, auch gerade komplett im Arsch. So, da weiß man natürlich nicht auf diese Entfernung, hat er jetzt einen Diffuse-Kit, hat er vielleicht noch mal eins gepickt in der Zeit oder nicht. Er musste natürlich einmal rumziehen, er musste einmal kurz den Peak setzen. Und er hat natürlich dann die große Gefahr, dass der Spieler einfach durchzieht und damit gewinnt. So, Nino durch die Smoke, kriegt noch mal den Frag und damit gibt er die Awe auch direkt mal wieder weiter ab an Icon. So, und lang. Da gibt es, glaube ich, jetzt erstmal nicht mehr so ein Gestruggle. Delcor wieder fündig geworden in der Mitte. Und damit auf jeden Fall der 1-1-Austausch sehr gut funktioniert. Ja, schon gehört, dass du als Mädchen vielleicht. Ich habe ihn ja nicht beleidigt als Mädchen. Ich habe nur gesagt, dass er der Weinende ist in dem Augenblick. So, Krabbe. Alter, da dachte ich, der macht jetzt richtig Schaden und dann kommt Cello um die Ecke und zertrümmert erstmal alle Träume. So, Delcor in der Mitte, der muss natürlich jetzt auch mal wieder was gegenhalten, aber dann ist die Flashbang einfach zu stark. Man zieht zusammen sehr gut rum und das wird wahrscheinlich hier nicht mehr anbrennen können. NCT natürlich nochmal Richtung kurz. Ich weiß gar nicht, warum man jetzt hier diese Versuche erst startet. Lass doch erstmal die Bombe legen. So kommt hier das Team von Planet Key Dynamics wieder auf die Idee, vielleicht den Retake doch nochmal anstreben zu wollen. So, können die Jungs mal auf dem Server mal Rucksack auf Ikas Alter, ja.
So, Eike wird dem nächsten und damit holt sich Epic die nächste Runde. 4-3. Und das wird hier, glaube ich, echt noch ein harter Krimi. Also ich könnte mich wirklich, ich würde mich nicht festlegen. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich würde mich echt nicht festlegen, wer das hier gewinnt. Ist gerade natürlich der Start ganz gut für die Jungs von Epic, aber man weiß ja nicht, wie die andere Halbzeit und die halbere andere Seite funktionieren wird. So, Cello in der Mitte. Cello kann nochmal einen Spieler zumindest mitnehmen. Den zweiten nimmt er raus. Sehr schön gemacht von Cello. Cello! Was mit dem dritten Frag noch gesegnet worden? Aber Tarsin hat gesagt, ich will auch noch einen. Ja, Delcor. schön mit dem Taser. Auf weite Distanz. So, jetzt Delcor. Wenn er den findet, Ultimate, dann ist er von mir ein Döner. Aber keine Chance. So, damit auf jeden Fall die nächste Runde für Epic auch wieder erzielt. Stark, sie haben jetzt erstmal eine dominante Phase. Die Pistols wurden wieder bei Planet Key Dynamics geholt. Vor allen Dingen sowieso sehr, sehr witziges Statistik eigentlich. Auf Inferno, beide Pistols an Epic Esports. Epic verliert die Map. Auf Overpass, beide Pistols an Planet Key Dynamics. Und Planet Key Dynamics verliert die Map. Hier die erste Pistol an die Jungs von Planet Key Dynamics. Oh, oh. Was sagt uns den Statistiken? Das sagt uns zwei Frags für Ultimate. Richtig! So, Icon mit dem nächsten Frag. Und jetzt gerade wird hier wirklich das Team von Planet Key Dynamics etwas schwindelig gespielt. So, man kann im Chat immer genau erkennen, wer gewettet hat. So, Icon hat am Ende doch nochmal Damage kassiert. Dementsprechend keine Körbchenrunde, aber trotzdem eine Flawless Round hier auf ihrem Konto. Damit gucken wir uns nochmal die zwei First Frags auf Lang an. Denn Ultimate, der hat den ersten erstmal natürlich vorzüglich genommen. Den zweiten, zack, jetzt kommt die Smoke. Er sieht den Spieler in letzter Sekunde und nimmt ihn dann noch mit. Also auch da diese zwei natürlich extrem entscheidend für den für diesen Rundenverlauf. So, offensiver Push jetzt gerade Richtung Kurz. Man möchte jetzt endlich mal die Mitte ein bisschen druckvoller spielen. Hat man denn irgendwo eine Support, eine Flashbang? Keine einzige Granate. Also man geht überhaupt nicht irgendwie auf Support, eine Flashbang. Sind aber Richtung Lang. Nino auf 6 Trilliarden Kilometer Distanz den Kopf komplett vom Körper getrennt. So, jetzt ist Delcor da und der ist so früh da. Der ist so früh da, das hast du nicht auf dem Schirm. Oh! Ah, okay. Ey, die Flashbang, ne? Wäre ich davon jetzt gestorben, So, schöne Runde von Planet Key Dynamics. Extrem schnell gepusht, extrem schnell ausgeschlossen, hohes Risiko, aber dafür natürlich auch High Rewards. Und damit hat Krabbe hier den letzten Frag noch erzielt und die vierte Runde für PKD schon mal safe gemacht. Aber auf Seiten von Epic ist man mittlerweile einfach fünfstellig komplett unterwegs. Hat ohne Ende Kohle. Nino, der Einzige, auf 1000 Dollar runter. Der muss gleich auf jeden Fall ein bisschen Money-Ausgleich her. Und somit Doppel-AWP sogar bei Epic Esports. So, Icon, der hat gar keinen Bock mehr. Der nimmt jetzt einfach mal schön die AWP als Shotgun. Oh, fast noch den dritten mitgenommen. Der ist aber nicht gekippt. Jetzt geht er einfach mal wirklich mit der Flashbender durch. Wie der letzte Verrückte und holt damit den dritten Frag. Und das ist natürlich jetzt erstmal so ein Spielstil, der unglaublich respektlos wirkt. Wo du dich als Gegner auch gerne mal aufregen kannst. Und sowas erzwingt auch, lass mal einfach nur up-aimen, die pushen wie die letzten Irren. Kein Witz, genau so ein Satz kommt dann gerne mal in so einer Situation. Und dann kann sich natürlich auch Epic darauf einstellen. Mein Call B-Rush. Aber die haben scheiß Spawn dafür. Wer castet bei euch eigentlich das Major? Das kannst du verfolgen bei uns auf Twitter und auf unserer Webseite 99damage.de oder auf Instagram. Wir announcen gerade alle Caster, die am Start sind. Also, wer da mal ein bisschen wühlen möchte, kann das. Ultimate, der ist gerade wirklich ultimativ unterwegs. Das muss man mal genauso auf den Punkt bringen. Trotzdem hat man die AWP wieder gepickt. Das heißt, Planet Key Dynamics weiterhin mit Doppel-AWP am Start.
Und das meines Erachtens auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und hier auch wieder timingtechnisch, ne? Die Spieler, die sind gerade so zügig unterwegs. Jedes Mal haben die schon wieder die Bereiche ausgeschlossen und eingenommen, die du überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm hast. Und auch Sinn ist hier wieder extrem zügig in der Mitte unterwegs. Aber Ultimate nimmt ihn einfach komplett Volley. Und dann Krabbe, der letzte Überlebende. 1 gegen 4. 2 Stück nimmt er schon mit. Fehlen nur noch 2. Wenn der wüsste, dass er da gerade durch die Wand genau auf dem Spieler war, dann würde er sich jetzt im Nachhinein natürlich ein bisschen ärgern. Aldi-Meister, nein, gibt es nicht. So, Krabbe mit einem weiteren. Und Krabbe hat das One-on-One jetzt hier gerade auf seinem Schirm. Der kann das jetzt hier wirklich machen, Freunde. So, Smoke geht raus, Flashbang geht raus. Jetzt kommt noch mal eine Flashbang gegen Lang. Aber die Bombe liegt wahrscheinlich sehr unvorteilhaft. Nein, sie liegt sogar für kurz. Ach du heilige Maria Gottes. Ach du heilige Maria Gottes. Das war's. Die Runde kann ja niemals gewinnen. Das war's. Krabbe gewinnt diese Runde. Und Krabbe holt dann auch noch mal den 4. Track. Ey, wie kann man das denn bitte noch verdaddeln? Also das ist wirklich sehr, sehr sloppy gespielt. Aber Krabbe hat es ausgenutzt. Man muss sowas natürlich auch erstmal ausnutzen und auch wirklich nach Hause bringen. Aber das komplett aus dem Fenster geworfen. Deine Throwing Boys? What? Epic hat gerade die Runde gethrowt. So, damit gibt es auf jeden Fall die nächste Runde. Der Langbereich soll eingenommen werden. Das ist der perfekte Call, denn die beiden Spieler sind gerade auf kurz unterwegs. Man sieht es hier. Und jetzt nimmt erstmal das Team von Epic natürlich diesen langen Bereich ein. Die große Frage ist nur, hat man genügend Granaten, um letztendlich zu crossen und vor allen Dingen auch die Spieler rauszunehmen? So, Ultimate passt auf. Man hat ja bisher sehr häufig sehr aggressive Moves Richtung B erlebt. So, und jetzt geht's gleich erstmal überlang auf jeden Fall ans Eingemachte. In der Mitte warten wir nochmal auf den guten Ultimate. Ah, aber nee, wir müssen erstmal auf den Spot gehen. So, von hinten wird trotzdem nochmal gecheckt. Also der Kurzbereich auch da. Hier erstmal in den Fittichen. Wahnsinn. Erster Shot. Schön gegen den Spieler. Und Krabbe nimmt Ultimate raus. Also gerade versucht man es mit allen Mitteln hier. So, aber Icon passt auf. Schön gemacht. So, jetzt 4 gegen 4 Situation. Der Retake, der wird auf jeden Fall eine sehr harte Angelegenheit. Icon mit dem nächsten. Goose Egg ist bekannt. Einer Richtung K. Immer noch Icon mit dem 3. Track. Icon, der hat immer noch Bock. Icon, meine Güte, holt er alle raus. Und damit ist es hier die 8. Runde für Epic Esports, die sich damit natürlich schon mal die Halbzeitführung erspielen können. So, und dann gucken wir uns zumindest nochmal die 2. Tracks an von Icon. Die letzten beiden meine ich, nicht die 2. Und hier sehr zügiger Go von Ultimate über den Suicide. Krabbe hat das aber irgendwie angesagt bekommen. Und hat... Ey, Alter, was drückt der Typ denn, Mann? Holy, ey. Da hätte ich auch NS geschrieben. So, und Sinn mit den nächsten Klicks, also keine Ahnung. Also irgendwie müssen Berkey Dynamics nur Pistols spielen, damit die hier wirklich fündig werden und ein paar Runden nochmal safe machen können. Epic Esports jedes Mal gegen die Pistols die große Problematik und schaut es euch an. Das wird ja fast hier schon eine Flawless Round. So, Nevis, damit nochmal den nächsten Klick gesetzt. Also mit 4 Mann überlebt, dann nimmt man natürlich alle Waffen gerne mit. Und das bedeutet natürlich, dass man ordentlich Kohle aufgebaut hat. Problematik ist nur, es ist die letzte Runde jetzt und dementsprechend macht das natürlich nicht mehr allzu viel aus. So, dann nochmal ganz kurz der Hinweis an alle. Gleich in der Halbzeitpause gibt es 2,5 Minuten Pause. Da könnt ihr euch Getränke und Sonstiges holen. Also macht euch schon mal bereit oder überlegt euch im Kopf schon mal, was hole ich mir denn jetzt schnell, falls ihr dann überhaupt noch irgendwas an den Rechner haben möchtet. Krabbe. Wieder mal Richtung B. Der nutzt da gerne die Smoke und das ist sehr schön. Sieht er kurz die Füße, kann Icon sofort rausnehmen. Natürlich perfekt auf Headshot schon mal predicted. Ja, und NCT mit dem nächsten. Sehr schön. Also damit kann man hier bei Planet Key Dynamics zumindest noch mal ein bisschen Selbstbewusstsein tanken. Tasi wird auch
gegen Krabbe zumindest nochmal das Duell hier gewinnen. Und jetzt wird man den Spieler zurückdrängen auf den B-Spot. Sehr gut. Delco ist zwar angesagt, aber trotzdem hat man erstmal die Kontrolle für das Team von Epic. So, Delco versucht natürlich sein Möglichstes, aber Molotov jetzt erstmal Richtung Loch. Jetzt muss die AWP Richtung Door aimen. Alle drei sind vor dem B-Spot. Das heißt, die Tunnels, die muss man jetzt erstmal nicht mehr checken. Aber der Bombplant ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, denn wir haben es gerade gesehen, HE-Granaten, Molotovs etc. können natürlich dann den passenden Schaden anrichten, um letztendlich den Bombenleger dann nochmal zu disablen. So, Molotov ist da. Jetzt kommt der Plant. Jetzt kann natürlich nochmal die Molotov als Antwort kommen von Zinn. Aber jetzt gibt es erstmal die Retake, die koordinierte Retake-Flash. Flash geht rein und dann geht's hier ans Eingemachte. Tarsin passt auf, nimmt zwei Spieler raus. Oben am Loch ist erstmal keiner da gewesen. Cello hat jetzt auch das Loch gesehen. Und damit kann man natürlich jetzt hier das Duell eingehen. Tarsin weiß ganz klar, wo sich der Spieler gerade befindet. 3K von Tarsin. Schön gemacht. Und damit haben wir hier das Halbzeitergebnis von 9 zu 6. Wir machen ein kurzes Päuschen von 2,5 Minuten und sehen uns gleich wieder in wenigen Sekunden. Tschüss. So, und damit geht es in die letzte Halbzeit des heutigen Tages, meine Damen und Herren. Wir werden Planet Kita nämlich gegen Epic Esports auf DDoS 2 sehen. Bisher war es eine sehr ausgeglichene Partie. Die erste Map, D-Inferno, ging an Planet Kita Dynamics. Nachdem Epic beide Pistols gewinnen konnte, auf der anderen Seite dann Overpass, wo Planet Kita Dynamics beide Pistols gewinnen konnte, gab es dann letztendlich die, den Map-Gewinn für Epic. Und ich habe verkackt. Ne, habe ich nicht. Entschuldigung, doch, habe ich. Entschuldigung, sorry. So, aber dann auf jeden Fall hier erstmal der Trade. In der Mitte gibt es noch den nächsten Track. Und dann ist auch wieder mal NCT hier am Start. Icon im 1 und 2. Muss jetzt hier beide Spiele abwehren. So, hat auch ein Diffuse-Kit vor sich liegen. Das nimmt er selbstverständlich mit. Hat zwar keine Granaten mehr, aber trotzdem kann er natürlich mit der USP unglaublich gut punkten. The Jiggle ist da. Das ist das Wichtigste. Der Jiggle Juggle. Und da wird schön nach vorne gejiggelt und da versucht das hier. Schöner Klick von Icon, Junge! Batz, aber dann kommt Nevis um die Ecke und damit hat man hier wirklich wieder beide Pistols auf Planet Kita Dynamics Seite. Und wenn wir nach der Statistik gehen, dann heißt das, PKD wird dieses Match verlieren.
Aber nur, wenn man nach der Statistik geht. So, wo wird das Spiel noch enden? Geht es vielleicht sogar eine Overtime? Was werden wir hier noch sehen? Meine Damen und Herren, wir sind gespannt. Ich würde mich echt nicht festlegen. Also absolut nicht. Auf so ein Spiel zu wetten ist sowieso komplett vorbei. Sonst sind hier jeweils mit zwei, oder eher mit zwei Frags. Einen musste man selber auf der Strecke lassen. Icon konnte da Nevis ausschalten. Jetzt versucht man natürlich hier gebündelt mit der blanken Bauer rumzuziehen. Ultimate, willst du mich denn komplett mitnehmen, Alter? Einfach mal zwei wieder durch die Smoke. Wir haben es eben bei Nino auf Inferno schon gesehen. Und das war richtig gut draufgeklickt. So, und jetzt gleich gibt es da auch wirklich den nächsten Peak. Ultimate, wurde er gesehen? I'm not sure. Ja, jetzt wurde er gesehen auf jeden Fall. Und da sollte er eigentlich letztendlich nicht mehr viel machen können. Es sei denn, er nimmt Sinn natürlich noch mit einem One-Shot raus. Ne, schafft er nicht, Sinn nimmt ihn damit. Und dann gucken wir uns trotzdem nochmal diese Klicks da durch die Smoke an. Hat er natürlich viel Zeit, sich ein Bild aus der Situation zu machen. Das sehen wir jetzt gleich auch nochmal. Aber trotzdem musst du mit der USP erstmal diese Klicks hier setzen. So, Nummer 1 geholt, den zweiten dann irgendwie auf dem Schirm gehabt und dann weitergeklickt. Sau stark gemacht. Und somit hat man natürlich auch einiges an Schaden in die Ökonomie von Planet Dynamics gemacht. Ne? Wisst ihr Bescheid? So, auf Lang gab es auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Duell. Krabbe nur noch mit 4 HP. AWP wird rübergegeben an Delcor, wobei ich da eigentlich wirklich sagen sollte, Krabbe bleibt bei der AWP mit deinen 4. Wäre wahrscheinlich das Sinnigere. So, Flashman geht raus, NCT zieht rum, NCT Nummer 1, NCT, nein, zweiten kriegt er nicht mit. Und damit hat man hier einen 1-1-Trade. Das ist natürlich für die Terroristen nie verkehrt. Delco kann aber jetzt Tarsin rausnehmen. Und jetzt fährt man hier auf dem Kurzbereich nach vorne. Nino mit dem ersten. Icon kann mitarbeiten. Und Nino hatte nur 19 HP, aber jetzt fällt Ultimate mit seinen 100. Und das war nicht unbedingt die richtige Entscheidung. Icon aber jetzt mit dem kompletten Laufweg über lang. Nutzt da gerade sogar nochmal die Gunst der Stunde, nimmt schon mal eine Granate mit. Oh, und Sinn! Wichtig, dass er da aufpasst. Nur noch 2 HP bei ihm. Und das heißt, Icon muss jetzt hier in einem 1-on-2 das Ganze nochmal wegklatschen. Er ist den Spieler wahrgenommen und jetzt ist natürlich der letzte entscheidende Spieler, der gute Nevis, der stellt sich close distant auf. Also damit rechnest du eigentlich in der Regel nicht, dass jemand so eine Situation diesem Stil ausspielt. Aber er veraimt Nevis, veraimt, den hätte er wirklich haben können und müssen, um natürlich sich hier in diesem Spiel durchsetzen zu können. Aber epic. Alter, vor Top 20, Top 20 2019, erster Solek. Was ist los mit euch, Mann? So, 10. Runde, Epic. Und damit muss Planet Key Dynamics in die nächste Eco gehen. Und Epic kann natürlich hier erstens Geld aufbauen, zweitens Runden sicher machen. Natürlich lese ich. Alles gut, Huxer. Grüße gehen raus an dich, Huxer CS. Schön, dass du zuschaust. Jetzt noch meinen Privatkanal followen, da bin ich glücklich. So, Tarsin, schön gegengehalten. Delcor nimmt ihn raus. Tarsin ist sofort auf dem falschen Fuß erwischt worden und da ist die P250 auf dieser Distanz noch stark gewesen. Krabbe, willst du mich eigentlich komplett aus dem Leben nehmen, Alter? Willst du mich denn wirklich hier, also wirklich? Was dieser Mann drückt und schon wieder gibt es dieses ultimative Headshotchen da. Man muss wirklich aufpassen, dass man diese Runde jetzt hier bei Berserk, bei Epic nicht auch noch abgibt. So, damit nur noch ein 1 gegen 3. NCT hat natürlich immer noch die Hoffnung und auch die Fähigkeit, sowas rumzudrehen. Aber Nino passt auf, kriegt den Spieler damit erwischt und damit hat man hier schon mal safe die 11. Runde. Und ja, scheinbar soll sich die Statistik bestätigen. Beide Pisteln holen und Matt verlieren. Das heißt, bald kann man auf jeden Fall die Knochenregel entfernen. Seit der neuen Meta mit dem Geld, mit dem Loser-Bonus, ist da die Regel ausgelutscht. So, bitte, spartet erstmal der gute Icon. Und
NCT, der hat ihn gerade gesehen. Er könnte natürlich auf Prediction Aim gehen, schafft er wahrscheinlich nicht. Delcor holt aber Icon raus. Natürlich die Ansage sehr gut. Und Delcor jetzt hier im Duell. Aber Tarsim passt auf. Schöner White Peak in dem Augenblick gesetzt. So hat er nicht damit gerechnet, dass er da den Kontrahenten so schnell vor die Flinte bekommt. Richtung kurz Nino. Und da sitzt der Shot instant. Also wieder mal Krabbe, der hier den entscheidenden Unterschied bringen möchte. So, 4 gegen 3 Retake-Situation. Cello mit einer ganz wichtigen Flashbang. Jetzt können natürlich die Teams hier nach vorne gehen. Nevis ist aber schon da. NCT mit dem nächsten. Dann holt NCT hier beide Frags vorzüglich gemacht. Und damit ist es die 9. Runde für Planet Key Dynamics. Die geben sich hier wirklich nicht auf. Die wollen mit allen Mitteln sich auf dieser Map noch in die First Division spielen. Aber es wird keine leichte Aufgabe. So, auf lang gibt es den nächsten Druck jetzt hier. Epic muss dementsprechend auf jeden Fall in eine Eco gehen. Die haben nicht mehr genügend Waffen dafür. So, aber Tarsim von hinten. Uiuiui, der hätte fast sogar wirklich einiges an Damage anrichten können. Aber das passiert jetzt in diesem Augenblick nicht. Jetzt muss man natürlich einfach versuchen, diesen Retake so schnell wie möglich zu koordinieren. Auf lang wartet man noch ab. Nevis ist auch mit am Start. Und überall wird man umlaufen. Genauso wie hier an der Terror Base. Sind auch mit dem nächsten Duell gegen die Tunnels. Also Tarsim, von allen Seiten wird der Angriff hier gestartet. Genauso wie Nevis, der natürlich jetzt hier auch nochmal die Lower Tunnels safe hält. Zur gleichen Zeit hat man das Ganze genutzt und hat versucht, einfach schnell auf den B-Spot draufzukommen. Ein paar Frags nimmt man heraus. Aber am Ende ist es die Runde für Planet Key Dynamics. Und man muss noch eine weitere Eco bei Epic Esports an den Tag legen und das bedeutet dann wiederum der Ausgleich. Es sei denn, jetzt kommen die Deagles und die Scouts, genau, da sind sie ja schon wieder und jetzt rasten dann wieder die Herrschaften wie Nino, Jello etc. einfach aus und drücken ordentliche Gesichter. So, Tarsim, sehr optimistisch, dass er da gegen Delcor einfach so in die Mitte reinkommt. Aber manchmal ist es das Timing, was es halt ausmacht. Wenn du weißt, dass die AWP einmal schießt und sich dann zurückzieht, hast du natürlich genau die Option, in dem Augenblick unten in die Mitte reinzukommen und damit die Lower Tunnels-Spieler vor allen Dingen auch zu überraschen. So, und ich wollte gerade sagen, ich habe es eben noch angesprochen, Nino wieder der Deagle-Dödel. Mir fällt nichts Besseres ein mit Doppel-D. So, Cello damit auf jeden Fall unterwegs in den Lower Tunnels. Und auch da ist Delcor. Wie schnell schießt Delcor, Mann. Das ist so krass. Du hast keine Chance gegen ihn. Der hat so eine krasse Reflexe. Dieser eine Kill, den der auf Inferno gemacht hat gegen den Booster. Das ist echt, also das ist wirklich wie verhext, ey. Heftig. So, weiter geht's auf jeden Fall. 11:11. Ich hab vergessen, hier die Ratte zu spielen. Planet Key Dynamics holt sich den Ausgleich. Und das bedeutet, man hat hier wirklich nochmal eine spannende Partie. Auf lang ist man jetzt schon wirklich sehr zügig unterwegs mit einigen Spielern. Die wollen natürlich Druck aufbauen. Und dadurch muss natürlich sich jetzt auch der Aufbau von Epic ändern. Und das passiert auch. Man pusht jetzt schon Richtung B nach vorne. Absolut richtige Entscheidung. Dadurch hat man natürlich jetzt einiges an Map-Kontrolle bewahrt. Große Angst ist natürlich immer noch die T-Base und vor allen Dingen auch die Mitte. Aber wenn man das zusammen koordiniert, vernünftig spielt, dann kann man hier, ja, sich einen großen Vorteil aus dieser Runde erzielen. Dietas Diegel, der ist geil. So, Mitte erstmal abgeaimt. Ultimate möchte pushen und jetzt gerade spielt hier Planet Key Dynamics das Team von Epic komplett schwindelig und sollte es ihn hier wirklich gerade noch auf den letzten Metern entgleiten und sollte sich Planet Key Dynamics hier wirklich als erstes Team aus der Second Division über die Relegation nach oben spielen. Außer in der allerersten Season, die wir jemals hatten. Was? Der sitzt nicht, der Shot. Das ist natürlich mega bitter für Nevis. Aber die Info ist da. Alle drei sind auf dem A-Spot drauf. Trotzdem Nevis fündig gegen Tarsim. Icon ist da. Icon 1, Icon 2, Icon 3! Und das ist hier vielleicht sogar noch wirklich die Runde für das Team von Epic. Wenn Icon jetzt hier komplett eskaliert, die Bombe ist down, er muss sich zurückziehen. Die AWP natürlich die Gefahr, die große Gefahr bei Delcor. Und Delcor nimmt es mit. Planet Key Dynamics holt diese wichtige 12. Runde und damit gibt es eine weitere Eco für Epic. Und danach müssen sie loslegen. Sonst entgleitet es ihnen hier und dann ist Epic zweitklassig. Und das wär wirklich nicht verdient. Aber am Ende, klar, sie haben über die Spielzeit es nur auf den Relegationsplatz geschafft. In der Relegation verlieren sie dann
dann wäre es natürlich irgendwo verdient. Aber ich möchte es ihnen einfach nicht zusprechen. Das wäre so traurig. Sonst Zinn und Krabbe, die finishen hier einfach mal kurz die Spieler weg. Letzter Überlebender ist Icon. Wird das jetzt nochmal eine Flawless Round? Also es tut gerade weh. Nein, Icon mit dem ersten Frag. Icon versucht es weiterhin, schafft es nicht. Aber wir gucken uns trotzdem nochmal diese Stelle von Icon an, die wir gerade eben gesehen haben. Wie er da allein in der City Base diese ganze Kiste nochmal halten muss. 2 gegen 5. Und dann nimmt er hier 3 Spieler raus, aber am Ende schafft er es nicht, die Runde für sich zu erzielen. Und das sieht hier wirklich unglaublich spannend und gefährlich aus für das Team von Epic. So, lang. Man hat gemerkt, sehr viele Granaten. Man zieht sich komplett zurück. Mit 3 Mann geht man auf den Spot drauf. Kurz wird jetzt erstmal eingenommen. Hoffen, dass da niemand offensiv drauf gepusht ist. Und Nino in der Mitte mit einem ganz wichtigen Frag. Doppel-AWP-Setup. Icon und Nino sind die beiden, die nochmal ran dürfen. Und Icon auch hier wieder 29 Frags, Ultimate mit 21. Auf der anderen Seite sehen wir Krabbe mit 23, genauso wie Delcor mit 18. Also es ist eine ausgeglichene Partie. Am Ende wird es hier wirklich die Konzentration machen. Nino Richtung B, der passt auf. Nino! Und jetzt muss er auch hier eskalieren. Er muss diese Spieler rausnehmen. Er muss zeigen, wer hier den Bizeps anspannt. Und Tazian, ja, Tazin in der Mitte. Auch nochmal für dich geworden. Gegen Delcor. Und damit ist es nur noch Ultimate. Ach Gott, nur noch Nevis. Der hier 1 gegen 5 gegen das Team von Epic ran muss. Und bisher, bis zu diesem Punkt, ist es eine Körbchenrunde. Bisher nicht ein einziger Damage kassiert. Jetzt den Frag und damit hat man die 12. Runde für die Jungs von Epic erzielt. Und somit gucken wir uns nochmal hier diese 2 wichtigen Frags von Nino an. Natürlich sind jetzt nicht das Spezialprogramm der Welt, aber unfassbar wichtig. Vor allem den zweiten, da nochmal so offensiv zu pieken und sofort rauszunehmen, das ist wichtig. Das zeigt eine gute AWP. So, das Team von Planet Key Dynamics hat immer noch Kohle. Die haben auch nächste Runde noch komfortabel Kohle. Und dann ist letztendlich der Loser-Bonus auch schon fast wieder... Nee, doch nicht. Never mind, sorry. So, bitte Icon mit dem nächsten Frag. Icon. Eieiei, Cello ebenso erfolgreich. Jetzt hat man hier gerade wirklich ein gefundenes Fressen schön durchgepusht. Hat nicht geklappt. Und der letzte Überlebende ist Delcor. Delcor alleine gegen 4. Und es ist der Ausgleich. Es ist der Ausgleich. Es ist der Ausgleich von Epic. Und jetzt kommt auch die Pause. Jetzt muss man natürlich auf beiden Seiten erstmal sich bearbeiten, sich besprechen, überlegen, was können wir hier verändern? Was war gut, was war nicht gut, was ist wichtig? Wo können wir sie rausnehmen? So, und B-Melon, also der BMLN. Man muss auch sagen, dass das Match beste Montagabend-Unterhaltung liefert. Vielen Dank, dass es dir gefällt. Das freut uns natürlich sehr. So, wenn ihr Fragen habt, haut was raus. So, und wenn ihr Bock habt, vielleicht werde ich gleich noch privat streamen. Sehr gerne. Auf Venom TV mit 3 und 0 geschrieben. Könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Puh, was eine Partie. So, Schmutzfink schreibt es schon. Junge, 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 das ist nichts für Herzkranke hier. Da sagst du was. So, was war denn die letzte Szene, die wir gesehen haben? Das war von Nino, ne? Ja, genau. Okay, war von Nino. In einem TV 30. Are we going to a tiebreaker? Maybe, my friend, maybe. I'm looking forward. Gibt es danach noch ein Interview? Nein. Gibt es in diesem Fall kein Interview. So, besprochen wurde. Ich frage euch was. Wen wollt ihr? Svolek? Alter, egal. Der feiert wirklich seine eigene Party. Locker gerade mit so einer Vuvuzela zu Hause. Und so einer Stadiontröte. Auf dem Tisch, nackt.
und schreit Solek. So, Mitte jetzt extrem schnelles Tempo. Es soll Richtung kurz vorgehen, weil man natürlich weiß, dass lang sehr gerne angespielt wird. Und das könnte natürlich hier einen überraschenden Effekt bieten. Sind auf jeden Fall sehr zügig unterwegs. Das muss man natürlich aufpassen. Eigentlich erstmal die Bombe legen lassen. Wow, wow, wow. Was für eine rasante und heftige Runde hier auf jeden Fall. Delco möchte auf den langen Bereich checken. Und jetzt hat man hier natürlich unglaublich viele Winkel und Ecken, die man erstmal überprüfen muss. So, Neville ist offensiv. Neville ist 1-2. Icon kann aber gegenhalten. Es ist hier wirklich eine ganz entscheidende Runde für den weiteren Verlauf. Sind nochmal mit dem Gegenwehr. Und dann ist Cello und Icon, die letzten beiden überleben. Den Cello über lang, Icon über kurz. Jetzt ist hier wirklich nochmal dieses Duell. Sinn muss jetzt hier um Gottes Willen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, nee, 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 nee. Was ist das denn bitte für eine Partie, meine Fresse? Was ist das für eine Partie? Es geht hier ums fucking Aufstieg. Das ist hier wirklich gerade heftigste Kost. Also das erstmal zu verdauen, wird schwierig. So, Sinn, stark Richtung lang auf jeden Fall schon mal den ersten Shot gesetzt. Nino kann zwar auch einen Headshot herausspielen, trotzdem ist die Überzahlsituation gerade auf Seiten von PKD. Es wirkt danach, als könnte sich hier Planet Key Dynamics wirklich in die First Division hereinspielen. Und das würde bedeuten, ne, 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 ne. Alter, Alter, was war das denn? Wie schnell hat er den denn bitte gesehen? So, 4-4. Tahsin an der Headshot-Strecke. Tahsin braucht jetzt mindestens zwei Frags. Erste nimmt er raus, zweiten sieht er noch. Flashbang geht nach oben. Tahsin, der braucht jetzt hier auf jeden Fall diese Gegenwehr. Man muss diese unbedingt, diese 14. Runde für sein Team spielen. Nächster Frag sitzt da schon mal. Cello und Icon haben die Frags hier erzielt. Nevis von der Seite. 1-4. Nevis, Nevis. Und Icon holt es. Und da gibt es die nächste Pause und da muss man, glaube ich, erstmal wirklich 8 Liter Schweiß vom Boden aufwischen. Ja, sehe ich genauso, Major Rabbit. Ich fand es auch mega gut, dass man das Ganze aufgesplittet hat und letztendlich das finale Spiel wirklich dann nochmal an einen einzelnen Tag setzt, dass beide frisch und erholt reingehen können. Und Elfe schreibt, können die nicht einfach beide First Div spielen? Hat irgendwie keiner verdient, hier zu verlieren. Du sagst es. Übrigens auch Manager, nee, Coach. Coach Manager? Manager von Unicorns of Love. Will Team Boys jetzt nicht erleben. Geht bestimmt gut ab. Doch, das genau das würde ich gerne erleben. Du hast recht, Pesselhoff, Alter. Du hast recht. Boah, die Runde. Das, wo man da jetzt gerade den letzten Frag geholt hat, da muss so geschrien worden sein. So, und Planet Key Dynamics holt sich sogar auch hier in dieser Runde nochmal die SMGs und möchte definitiv hier nochmal arbeiten. Das ist der Icon, der immer mit Kito spielt. Jo, ich gehe davon aus. Gibt eigentlich nur ein Icon. So, meine Damen und Herren, werden wir in Overtime gehen oder kann sich Epic hier vielleicht wirklich diesen Sieg noch auf den letzten Metern holen? Man forst komplett runter bei Planet Key. Man forst komplett runter. Und das wird ein radikaler B-Rush. Und da wartet Ultimate. Schöne Molotov. Es kommt die Smoke und Ultimate, der muss mindestens zwei Leute haben. Das war's. Das war's. So, dann, was will man jetzt machen? Was will man jetzt machen? Geht man auf den Waffensafe oder nicht? Icon, wie viel kannst du nochmal rausholen? Wie schnell Planet Key Dynamics da jetzt gerade auf den Spot gefahren ist? Die werden natürlich jetzt Druck aufbauen. Nino von der Seite, das war ein so wichtiger Frag, dass er von hinten den Flank aufbauen kann, dass er letztendlich den Druck Richtung Tunnels nochmal erzielt. Dadurch hat man natürlich jetzt hier den Zwang, Richtung Tunnels erstmal abzuaimen. Aber Sinn gewinnt dieses Duell und damit 3-4. Sie müssen den Retake koordinieren. Sie haben selber auch keine Kohle, wenn sie diese Runde verlieren. Und dann stehen sie jetzt hier vor den Toren Morias. Und dann geht's rein. Da geht's rein.
Da geht es rein! Und sie holen es! Epic Esports! Mit der letzten Millisekunde defused er das Ding da weg, Junge! Was ist das denn hier für eine Partie? Da raste ich ja komplett aus! Und damit hat Planet Key Dynamics nicht mehr viel Geld, Freunde! Das ist hier ein Match unglaublich, Freunde! 0,05 Sekunden! Das ist nicht mal ein Wimpernschlag und dann gibt's in die Fresse von Daycore! Wo sind wir denn jetzt gerade hier gelandet, Freunde? Nino mit dem nächsten Frag. Überall klingelt's gerade. Jetzt wird wirklich nochmal der Bizeps komplett angespannt. So, Mitte kontrolliert. Jetzt erstmal von Planet Key Dynamics, die jetzt gerade hier komplett die Hütte abreißen. Jetzt muss man schauen, möchte man sich dann nochmal trauen, offensiv zu gehen. Nino traut sich in dem Augenblick nicht und das muss man ihm auch wirklich, kann man ihn nicht übel nehmen. Hier nochmal diesen Push zu spielen, einfach absolut verrückt. So, wer gewinnt dieses Match? Wird Epic hier wirklich erstklassig bleiben oder kann sich Planet Key Dynamics nochmal in Overtime durchspielen? Aiken, 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 Aiken. Jetzt geht er mal da rum jetzt endlich. Aiken! So, Nummer 1, Aiken Nummer 2, 3! Und den vierten nimmt er nicht mit, oder? Doch, er holt es! Und damit macht er hier eiskalt, eiskalt 41 Granaten auf dem Scoreboard, Freunde. Was ist denn das für ein Ding? Der Typ muss entschärft werden. Hol dir mal jemand ab, der ist illegal in mehreren Ländern in Europa. Oh!